Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute natürlich wieder auf der Dürrenroh zusammen mit dem Justin hier schon am Ausflippen. Hallo! Wir haben mittlerweile den ersten Januartag von 3 und ja, es ist ein wenig Zeit vergangen. Unser Fermenter ist durchgelaufen wie Schmitz Katze, was weiß ich. Justin hat direkt schon eine Fuhre Silage weggefahren. Wir haben jetzt 400k Silage allein in unserem Silo, was man hier irgendwo sehen kann. Wir könnten eigentlich auch 500 draus machen mit 100. Mittlerweile 300. Und dann haben wir hier auch noch den Fermenter und da läuft immer noch Zeug durch. Also wir haben allein noch 100k Heu, glaube ich, oben lose. Und dann haben wir ja unten auch noch die Heuballen. 400 oder 300k. 400 also 300k. Hier sind es 100 und hier nochmal 240k. Alter, geht auf jeden Fall was. Deswegen haben wir noch ein bisschen Heu reingeknallt. Und deswegen verkaufen wir den ganzen Spaß jetzt. Fangen wir jetzt mit der Silage erstmal an. Dann hätten wir theoretisch noch Milch und Honig. Da schauen wir mal. Oder ob wir da noch bis Februar warten. So ist jetzt mal der Plan. Justin ist ja gerade schon losgefahren. Wir wieder mit dem Fendt unterwegs. Ist ja sehr schön. Wir hoffen natürlich, dass der Kontostand sich ein wenig hebt. Was er wahrscheinlich auch tun wird. Und dann freuen wir uns schon. Auf was? Auf Geld. Ja. Was machen wir mit Geld? Ausgeben. Wie immer. Ja. Was denn auch sonst? Sonst wird's ja langweilig. Genau. Tiere, sieht auch alles soweit ganz gut aus. Kann man sich nicht beschweren. Genau. Ich würde sagen, Ben schneidet hier ein, zwei Fuhren mit rein. Und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Oder ein paar mehr. Mal schauen. Vielleicht auch ein bisschen Timelapse. Dies, das. Guck mal. Oh, Geld kommt rein. Let's go. Let's go. Wenn du so für ein 10k bekommst, was bekomme ich dann? Ich habe 36. Ich habe 37. Ja. Also bekomme ich so, keine Ahnung, 15k? Ich habe jetzt 2 Fuhren gefangen. Und wir haben jetzt schon 20.000 gemacht. Ja. Ich weiß noch früher in dem 17er, wo Silage richtig viel geht. Boah. Ja. Also mit 5 Silage Beinen konntest du dir einen halben Schlepper bezahlen. Wirklich so. Stranger.
Parken. Ich glaube, wir kommen über die 300k. Aber knapp drunter. Es wird knapp. So, immer das Förderband hier noch rein. So, das heißt, während Justin jetzt noch kurz die Milch fertig verkauft, gehe ich schon mal kurz wegen meinem neuen Fahrbahnuntersatz schauen. So, Justin hat natürlich auch jetzt noch die restliche Milch verkauft, wie ich gerade schon gesagt habe. Ich habe währenddessen ein bisschen geschaut. So viel kann ich schon mal sagen. Er soll 234.000 kosten. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren spekulieren. Ihr seht es aber erst in der nächsten Folge, während wir das jetzt gleich direkt noch schön kaufen werden. Ja, ich habe 36 Stunden auf den Fan drauf gefahren. Nicht alle, aber die meisten. Fast alle. Wir haben mittlerweile 294.000 auf dem Konto. Das heißt, wir kaufen den Schlepper, verkaufen den Fan noch und dann schauen wir mal, wie viel wir noch so haben. Vielleicht machen wir noch ein Investment oder zahlen noch ein bisschen Kredit zurück oder beides. Schauen wir mal. Jo. Gut. Würde ich aber auch sagen, was es mit der heutigen Folge. Wenn es euch natürlich gefallen hat, lasst ihr gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch gerne bei unserem Partner G-Portal vorbei. Dort erhaltet ihr mit unserem Link in der Videobeschreibung 10% Rabatt auf alle Game-Server bei denen. Muss man sagen, echt Premium. Auch schöner Support, kann man sich nicht beschweren. Justin, schön, dass du wieder dabei warst. Immer wieder gern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute. Ciao.